Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, wir haben den Schlüssel immer noch nicht gefunden, den wir so dringend suchen. Und gut, im Badezimmer, denke ich mal, wird es eher nicht verstecken. Ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht im abgeschlossenen Zimmer. Aber darum geht es ja. Haben wir uns das schon angeguckt hier oben? Mann, bleib doch mal stehen. Papa, Mama und meine Großeltern. Es ist schwer fassbar, dass Vater Soldat ist. Mama wäre besser geeignet, wenn sie keine Frau wäre. Tja. Ja, das ist geil. Munition steht offen, wenn ich das richtig sehe. Wieso liegt hier eigentlich der tote Körper die ganze Zeit so dumm rum? Also, sorry, aber es sind jetzt mindestens 2 Tage vergangen, ja? Und in der Zeit liegt die hier die ganze Zeit offen und haben die noch nichts von Verwesung gehört? Und von... Oh Gott. Ganz ehrlich. Das kann ich einfach nicht glauben. So, vielleicht hat sie es auch in die Blumen getan oder so, aber da kann man anscheinend nichts rausfinden, fischen. Also ich gehe mal davon aus, dass das eher irgendwo offen liegen müsste. So wie offen in der Küche oder sowas. Abgesehen davon, wir haben ja theoretischerweise auch immer noch keinen Schlüssel für das Schmuckkästchen hier von der Schwester. Da kann man jetzt auch nichts anklicken oder so. Die habe ich schon gelesen. Ich meine, ich wüsste ja unheimlich viele gute Verstecke, ne? Aber... Ich schaue jetzt hier nochmal im Haus ein bisschen durch und ansonsten gehe ich erstmal zum See. Ich würde halt nur gerne vorher den Schlüssel finden. Papa liebt diese Drucke von Florenz. Ich finde sie etwas traurig. Da kommen wir wieder hier hin. Das ist ja eigentlich ihre Seite. Aber die hat jetzt nicht den Schlüssel irgendwie bei ihr hingetan oder so. Ich bin bereits angezogen. Ja, das weiß ich doch, das weiß ich doch. Im Bad konnte ich mich auch nicht so richtig umsehen. Es ist so dunkel und dreckig alles hier. Aber da scheint auch nichts drin zu sein. Alle hier im Rauchen, oder was? Und hier war doch, genau, hier war das Zimmer. Hier habe ich jetzt nicht nochmal geguckt. Da ist aber auch nichts. Nee, nur Streichhölzer. Das könnte vielleicht symbolisieren, dass sie schwanger gewesen ist, die Martha. Aber woher wissen die denn davon? Also ich denke mal, dass der Vater das ja gezeichnet, also gemalt hat. Hat sich gerade angehört, als ob die Mutter mir hinterherkommt. Ah, hier kann ich auch nichts. Finde ich nichts, wo wirklich so ein Hinweis kommt.
Das ist, gehe ich mal stark davon aus, die Seite vom Vater. Und hier darf ich ja irgendwie nicht rein. Tja. Nee, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter ratlos in der Gegend rumlaufen, ah nee, da komme ich jetzt wieder zurück, dass wir erstmal zum See gehen. Das ist auch nichts. Das Familienwappen von Mama. Ja, ich dachte, vielleicht wäre da irgendwie was drunter oder so, aber anscheinend nicht. Ja gut. Natürlich könnte sie den Schlüssel theoretischerweise auch irgendwo hier draußen versteckt haben. Mein Fahrrad. Der Reifen ist wie immer ohne Luft. Eine Fahrradpumpe sollte das Problem lösen. Ja, das ist schön. Ich will aber jetzt eigentlich nicht das Fahrrad nehmen, sondern ich will wissen, wo dieser Schlüssel ist. Was ist denn das hier vorne? Kommt man da rein? Offenbar nicht. Normalerweise würde ich sagen, sowas kann man ja unter einem Blumenkübel irgendwie verstecken oder so, aber... Ja, wir machen uns erstmal auf zum See. Da war der Weg. Ich weiß nicht, das gehört wahrscheinlich eh nicht mehr zu uns hier, ne? Bin mir nicht sicher. Wir sind links. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Oh, da müssen wir noch mal kurz hingehen. Hallöchen. Als ich klein war, hatte ich Angst vor Tieren. Ich habe mich ihnen nie allein genähert. Hallo, du. Hübsche Kuh. Ja, so einer Kuh würde ich mich auch nicht unbedingt alleine nähern wollen. Also wenn die jetzt frei ist, zumindest nicht. Ah, Hasen haben wir auch. Überall Hasis. Moment. Der Kasten ist leer. Der Telegraph wäre in der Nähe installiert worden. Nicht sicher, ob das so gut ist, wenn wir Waffen mitnehmen. Oh, kleine Zicklein haben wir auch. Hallöchen. Hallo. Ja, aber ich denke mal nicht, dass die Mutter hier irgendwo den Schlüssel versteckt. Na gut, gehen wir erstmal weiter zum See. Am helllichten Tag wird das ja hoffentlich nicht so schwierig sein. Jetzt habe ich es gesagt. wir gehen jetzt von der anderen Seite hier. Ne? Das könnte jetzt mitunter etwas problematisch werden. Ach nee, das ist der gleiche Weg. Okay, dann halten wir uns wieder rechts, links, links, rechts. Okay. Rechts, links, links, rechts. Mal schauen. Tagsüber sieht das Ganze irgendwie viel schöner aus. Sagte sie und schon erschien ein neuer Geist. Rechts, links. Und dann nochmal links und rechts.
Das ist aber kein Weg hier. Das ist höchstens der Weg. Genau, da sind wir bei der Brücke. Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß, aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Echt? Das willst du sehen? Okay. Verdammt! Kann ich da ein Foto von machen? Nur mal so Interesse halber. Ich glaube, das war eine Mine. Und jetzt, da sind die rum, ne? Ist aber keiner jetzt da, oder? Hallo? So. Das klingt jetzt pervers, aber ich möchte gerne erstmal ein Foto machen. Benutze die Kamera. Ja, wofür haben wir die denn nicht, wenn nicht für solche Sachen, ne? So, ich kann nicht weiter runtergehen, dann machen wir es so. Einstellungsfeld. Kann ich nicht ändern? Oder zeigt er mir das nur nicht an? Ich denke, das könnte scharf sein. Und hat er es jetzt angenommen? Ich glaube ja, ne? So, unser erstes Bild. Bleib doch mal stehen. Aber da, wo ich auch was sagen kann, so. Oh Gott, bitte nicht. Lapo, mein lieber Freund. Was haben sie dir angetan? Oh, ich habe den Freund fotografiert. Na gut. Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch! Scheiße, lass uns abhauen! Aber sie lebt noch! Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums.
dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Nein, Martha. Ich gebe dir deine Erscheinung? Martha, ich gebe dir deine Hallo? Nein, ich will nach jetzt. Ich habe aber das Falsche gedrückt gerade. So, jetzt sehe ich in deinen. Nee. Jetzt sehe ich mit meinen Augen? Jetzt sehe ich mein Augen. Zwei Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineiige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia, kommt mit mir, forderte ich. Aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf, können wir dir gemeinsam folgen? Nein, unmöglich. Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich, und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das losgezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise.
Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter. Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Marthas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher. Ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und dem Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.